So, Freunde, willkommen zum nächsten Teil. Das kann weitergehen. Wir haben jetzt den Obermacker fertig gemacht. Und fahren jetzt mal runter hier. Huch. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Und zwar müssen wir dahin, wo der Baum ist, und davor muss eine Tür oder so sein. Ich hoffe, dass das richtig war. Genau. Ich habe mich nämlich vorhin verlaufen. Und zwar, ich bin ja hier vom Baum gekommen. Dem Baum hier. So. Bin dann irgendwie falsch gelaufen. Und hier ist die Tür, die wir öffnen müssen. Mal noch unseren Universalschlüssel, der überall passt. Sehr gut. Jetzt hier nämlich weitergehen. Oh. Schon andere Gegner, die haben jetzt auch Schilde. Jetzt kommt einer, muss da sitzen. Jo, sehr gut. Jetzt irgendwie hier was zum Einsammeln, ein paar Löffel oder so. Essen, Krafttrank oder irgendwas. Nee, auch nicht. Okay. Ah, da blinkt schon irgendwas. Oh, kriegen wir ein neues Schild. Das ist ja mal nice. Guck mal, dann tauschen wir das doch gleich mal. Ja, das sieht doch schon viel besser aus als das IKEA-Holzschild, was wir hier selbst zusammengenagelt haben. So, können wir noch unser Schwert verbessern? Nee, da fehlt noch ein bisschen was. Punkte haben wir aber noch zwei zu vergeben. Die setze ich diesmal nochmal auf die Kraft. Sehr gut. Schauen wir mal, was hier drin ist. Ja, die Kiste muss man dann auch immer öffnen. Drachenherz. Ist gefährliche Substanz verschrömt. Spuren der abscheulichen Macht des Feindes. Okay, ist ein Drachenöl. Gut zu wissen. Hier geht's nochmal tiefer in den Untergrund. Ach du heilige Neune. Alter, was hat er denn für einen Spruch? Einen mächtigen Hammer. Dann werden wir ihn erstmal austreiben hier. Sonst irgendwas, was wir einsammeln können? Nee, ne? Was ist das hier? Der König. Warte mal, ist er zürnt, soll das heißen? Der Zyklop trauert und der Drache hat den Thron eingenommen. Was auch immer die damit meinen. Das sind aber schmale Gänge hier. Den können wir auch nicht nehmen, den können wir auch nicht nehmen. Ah, alles klar. Das kann man auch drehen. Das auch nochmal. Also, du kannst einmal oben das drehen. Dann kannst du das drehen. Dann kannst du das Hintergrundbild auch nochmal drehen.
Das ist spannend. Aber was gehört jetzt zusammen? Okay, versuchen wir mal die Kombination. Zwei nach unten. Anderes Gesicht. Ich bin ja der Meinung, der Bulle, der passt schon ganz gut. Frage, ne? Nur mal den hier. Das haut nicht hin. Gibt es denn irgendwo eine Abbildung, wo ich das nachsehen kann? Du musst doch wissen, warum das so ist. Oh, das hat gepasst, alles klar. Oh, was haben wir bekommen? Ein neues Schwert? Genial. Dekorative Klinge. Auf den ersten Blick scheint diese Waffe ein fein verarbeitetes Schwert zu sein, dessen scharfe Schneide im flackernden Licht glänzt. Doch bei genauer Betrachtung wird ersichtlich, dass es sich um eine Kopie handelt, die im Kampf wohl sofort zerbrechen würde. Okay. Interessant. Lass mal schauen. Müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal zurücklaufen. War das hier nur eine Art Bonus? Schade, dass wir nicht kein neues Schwert bekommen haben. Müssen wir schon drin bleiben, das ist schon richtig so. Hier geht es nämlich weiter. Das ist der Nächste, der es wissen will. Der ist platt. Aber hat uns das hier was gebracht? Nee, ne? Ah, hier ist noch eine Tür. Alter. Oh, Linke unterwegs hier. Kämpft deine Frau irgendwie? Kann das sein? Oh! Na
kommt schon. Jo, den haben wir. Ich will mal eine Frau kämpfen, okay. Können wir nichts einsetzen. Hier fehlt eine Korbel. Die Tür geht nicht auf. Denn hier weiter. Das heißt, wir können hier hinten auch noch lang laufen. No. Das war ja klar. So, es sind hier zwei. Meine Energie nicht verschwenden hier. Komm schon. Oh, jetzt bin ich echt gestorben. Oh, das ist ja ärgerlich, weil... Ich wollte aber mein Herz nicht verschwenden, deswegen habe ich mich nicht aufgeladen. Okay, dann müssen wir wieder runter. Oh, das ist ja ärgerlich, ey. Ich finde, der Typ sieht so ein bisschen aus wie Zelda. Wenn er jetzt noch eine Zelda-Mütze auf hätte oder so, dann könnte man sagen, könnte auch Zelda sein. Ein bisschen jünger vielleicht, aber okay, wir werden ja auch älter jetzt hier. Los, komm her. Sehr gut. Gut, dass er das hier speichert. Ja, aber den Typen können wir trotzdem noch mal platt machen. Anvisier nicht vergessen. Ja, der wehrt sich nicht. Sehr gut. Oh, Levelaufstieg. Sehr gut. Nutzen wir das doch gleich mal. Zwei Attributspunkte. Gleich auf Kraft. So. Oh, wir mussten hier lang. Hier rechts warm. Doch, hier rechts und dann links. Hier müssen wir lang. Da sind wir vorhin gestorben. Aber das passiert uns jetzt nicht nochmal. Achso, da ist er ja. Ja, das ist das Problem, weil der sich so in der Ecke versteckt hat. Auch platt. So, und jetzt haben wir auch die Chance, da zu bestehen. Aber wir müssen erstmal was einsammeln. So, dieser Beutel ist zu klein, um als Erntebeutel zu dienen. Ja, auf jeden Fall haben wir was eingesammelt. Das ist schon mal gut. Und lecker Essen wird gerade gekocht. So, von hinten gleich einen überziehen. Der kommt da nicht mehr raus. Ja, einen hat er uns verpasst. Sehr gut.
Ja, der hinterlässt auch einen Splitter. Das finde ich sehr nice. Jetzt hat die Frage, geht's hier lang? Geht's nirgends lang? Hier ist ein... Ah. Shit, warum können wir die nicht aufschließen? Ah, hier ist auch noch mal was. Dann geht hier eine Tür auf. Oder... Nee, da haben wir eine neue Waffe. Das ist ja genial. Wow. Ich hoffe, die ist jetzt aber zum Kämpfen, oder? Ja, wir haben jetzt die Krell-Axt bekommen. Und können die auch gleich verbessern. Jetzt müssen wir noch drei einsammeln, können wir die auch wieder verbessern. So, die Tür war ja trotzdem zu. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Kann ich hier nochmal irgendwas drehen oder so? Nee. Oh. Alter, ja. Hier sind wir jetzt in der Schlachterei, ne? Die natürlich hier gleich mit ihrem Schlachtwerkzeug mich platt machen, ist auch klar. Jedenfalls mich angreifen, platt gemacht haben sie mich ja nicht. Ah, nächste Tür, das ist schon mal gut. Da, wir haben Universalschlüssel bekommen, wie geil ist das? Kriegen die Türen alle auf. Ist da wieder irgendwo rein? Nee. Hier geht's lang. Aber versteckt. Wir fallen hier nicht runter oder so. Das würde auch noch fehlen. Oh, cool. Was denn? Müssen wir bestimmt irgendwo ein Stück Tapete oder so bekommen. Okay, das ist ja interessant. Das heißt, wenn wir das hier einsetzen, dann wird da wahrscheinlich das Bild ist quasi ein Tor und das geht dann auf. Die Frage, wo wir lang müssen. Ich sehe, da hinten ist ein Fahrstuhl. Wollen wir den nehmen? Müsste ja in die Richtung dann gehen. Das ist schon nicht verkehrt, wenn man mit dem Schild mal blockt. So. Jetzt block, komm. Sehr gut, Levelaufstieg, das ist auch gut. Sind wir hier in dem Garten. Wir haben ja. Nimm doch die Energie hier zum Aufladen. Ah, nicht die. Oh Mann. Die hier.
Oh, der ist platt. Super, einen Splitter haben wir jetzt auch und wir brauchen noch einen. Wir haben aber nichts, was wir hier einsetzen können. Hier, das geht hier nirgends weiter. Das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Können ja mal schauen. Also, hier müssen wir irgendwas finden, was wir hier einsetzen können. Ansonsten ist hier nichts. Aus der Tür sind wir gekommen. Rennen wir wieder zurück. Kann aber auch sein, dass wir irgendwas vergessen haben einzusammeln. Jetzt gehen wir nochmal runter, aber da war ja so einmal nur dieses Geheimversteck mit der Truhe. Mehr war da ja nicht. Und die Axt haben wir bekommen. Ja. Sehr gut. Tja, mehr gibt es hier unten nicht. Sehr gut. So, das heißt, wir können hier noch mal lang. Und hier lang. So. Rechts war ja die Sackgasse, ne? Dann gehen wir noch mal links lang. Hier, oder warte mal. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir, gehen wir hier lang. So, genau. Ist nichts, was wir irgendwie verwenden können. Das heißt, wir gehen noch mal in die andere Richtung. Hier war ja auch noch eine Tür. Die, wo wir hergekommen sind, ne? Genau, von hier sind wir ja gekommen, vom Speisesaal. Wir sind rechts rum, wir müssen jetzt links rum. Irgendwo eine Kurbel oder so rumliegt, die wir einsammeln können, ist auch nicht der Fall.
Die Tür war zu. Gehen wir so auch nicht auf. Genau, dann sind wir hier durch die Schlachterei. Haben die Tür geöffnet. Sind dann hier gelandet. Könnte jetzt noch ein kleines Stück runterfallen, aber mehr kann ich auch nicht machen. So, da drüben, da komme ich nicht hin. Hier ist das Rätsel sozusagen, was wir noch lösen müssen. Tja. Wir machen erstmal nichts. Weil wir da erstmal nicht rüberkommen. So, und ich habe gedacht, hier wäre irgendwie ein Hebel oder so. Dass ich hier aus dem Fahrstuhl aktivieren kann oder so. Ist aber nicht der Fall. Und hier scheint ja auch nichts irgendwie zu sein. Das war es erstmal komplett. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle... Halt, mir fällt gerade was ein. Ich wollte gerade sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich sehe doch, dass die hier Schwerter haben. Vielleicht kann ich hier ein Schwert einsetzen. Ah. Super. Wie geil ist das denn? Dann geht's ja doch weiter. Sogar da lang. Ich dachte, das fängt auf der linken Seite an. Ist ja nice. Das sieht ja geil aus, hier so eine Mondblume, die gerade noch so ein bisschen Sonne abbekommt und dann aber trotzdem unten wächst. Einsammeln? Nee. Splitter gibt es hier noch. Okay, dann wollen wir gleich mal... Ach, hier haben wir auch noch zwei Punkte, die wir vergeben können. Gehen wir wieder auf Lebenskraft. Gucken wir mal. Ja, können wir wieder verbessern. Sehr gut. Bin gespannt, was wir hier unten finden. Entweder das Stück Tapete, was wir brauchen. Das war nochmal eine Maßnahme. Oha. Steingolem. Ich
hämmert er uns aber ganz schön fest hier. Energietechnisch. Wir haben sogar noch ein Herz, was wir nutzen können. Okay, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen weg hier. Jetzt haben wir ein Problem. So, jetzt kann er kommen. Komm her. Jetzt können wir ruhig in den Nahkampf gehen. Wir wollen nur einen Schlag oder zwei. Jo, wir haben ihn. Sehr geil. Sehr gut, da ist eine Tür aufgegangen. War seltsam, weil hier komme ich doch gar nicht weiter. Oder kann ich hier klettern? Mal gucken. Nö. Findet ihr aber auch nichts, ne? Okay, gucken wir mal erst nochmal mit der Leiter, was dahin geht. Aber geil, wir haben den Steingolem gekillt. Das ist schon mal nice. Was seltsam, was ist das für ein Raum? Wenn da nichts ist. Nicht, dass wir da was übersehen haben. Der nächste Priester. Den haben wir auch erledigt. So, jetzt haben wir hier eine Schriftrolle, die brauchen wir wahrscheinlich. Ach nee, das ist das Stück Tapete, was wir da einsetzen müssen. Das ist ja sehr nice. Aber dass wir dann hier auch rauskommen, dass wir die jetzt entriegeln können. Super, dann ist die Tür jetzt immer auf. Prima, dann haben wir doch das, was wir brauchten. Dann kommen wir jetzt nämlich auch auf die andere Seite und dann macht das jetzt auch Sinn. Haben wir geil gemacht mit den ganzen Rätseln und so. Muss ich sagen, es ist schon ganz nice. Müssen wir hier durch die Schlachtkammer. Du musst nicht runterfallen. Alter, da kriegt er gleich ein Epileppi hier. Sehr gut. Prima. Inventar. Und einsetzen. Da müsste die Tür aufgehen. Ja, super, da steht gleich einer hinter. Die Typen kenne ich sogar noch. Die
Es sieht so aus wie bei Remnant from the Ashes. Ähnlich. Wow, wo sind wir da gelandet? Sah ja schick aus. Ah, hier können wir wieder speichern. Das ist ja sehr nice. Laufen wir nochmal ein Stück weiter. Nein, der lässt auch einen Splitter. Sehr gut, bloß alle einsammeln. Wieder was. Mit Ruhe. Können wir auch gleich mal öffnen. Hier ist auch wieder ein Drachenöl. Und hier ist nochmal ein Splitter. Aber das ist jetzt hier so von der Optik her mehr Remnant from the Ashes Welt. Nächste. Ja, komm schon. Jawohl. Ach, diese Splitter nicht vergessen. Brauchen wir zum Verbessern der Waffen. Fehler machst, dann fällt es ja da aber auch runter. Das ist nicht zu knapp. Ja, warum hat denn die jetzt nicht genommen, die Leiter hier? Hallo. Oh, kleiner Fehler im Spiel. Jetzt geht's aber. Haben wir denn jetzt schon mal was zerschlagen? Nee, leider nicht. Leuchtende Kristalle als Lampe, das nenne ich immer mal fortschrittlich. Ja, nichts liegen lassen für uns. Sieht aus wie Splinter hier von den Turtles. Voll dekadent von mir, dass ich überhaupt gar nicht versuche, den zu blocken. So, was haben wir denn hier? 4 Punkte, Kraft. Kraft 31 ist sehr gut. So, jetzt gucken wir nochmal Waffe. Ah, 5 Stück fehlen noch. Müssen wir mal merken. Mal gucken, nicht, dass ich hier falsch laufe. Mal. Ich glaube, ich bin jetzt hier falsch gelaufen. Ja, genau, ich bin wieder zurückgelaufen. Passiert aber öfter mal, dass irgendwie so teilweise alles gleich aussieht.
hier. Laufen wir ein bisschen schneller. Jetzt müssen wir wieder links rüber. Ach, siehst du, der Splitter, der ist liegen geblieben. Jetzt können wir hier rüber. Was ist denn da passiert? Boah, Glück gehabt. Ich dachte, das Game stürzt ab. Jetzt geht's hier weiter. Vorteil ist natürlich, wenn man sich verläuft, gibt es auch einen kleinen Tipp. Kann man immer gucken, wo noch Gegner sind. Dann weißt du auf jeden Fall, da warst du noch nicht. Es sei denn, du hast natürlich dich am Stein aufgeladen, dann sieht es anders aus. Jetzt haben wir hier einen größeren Gegner. Der mag ja meine Schwerthiebe gar nicht. Sehr gut. Dass wir hier nichts übersehen haben. Nee, liegt nichts weiter rum. Ich hoffe nur, dass wir so weit kommen. Dass wir uns wieder aufladen können und speichern können. Dass wir mit den nächsten Steinen dann auch wieder anfangen. Levelaufstieg. Jo, sehr gut. Aber ich nehme wieder volle Energie. So, und die Punkte packen wir jetzt gleich bei Kraft wieder rein. Und diesmal blocken wir auch. Gut, also auch wieder einen Splitter überlassen. Nichts zum Einsammeln. Okay, dann geht's weiter. Sehr gut. So, die Großen könnten ruhig mal zwei Splitter da liegen lassen, aber lässt ja gar nichts liegen hier. Geht's nicht lang, sondern nur hier lang. Boah, ich hoffe, da ist bald ein Stein. Ist das da hinten ein Stein? Ah, sieht gut aus, oder? Komm, bau dich auf. Ja, es ist ein Stein, wie geil. Wir haben's. Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt aber Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Lasst mal ein Abo da. Lasst mal ein paar Kommentare da, Daumen nach oben und dann sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Bis dahin.